Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und heute sehen wir uns die neu gestaltete App der Deutschen Bahn an, also den DB Navigator. Ihr erinnert euch vielleicht, es gab schon einmal eine App der Deutschen Bahn, die im Stile des Metro-Designs gehalten war, aber nicht wirklich viele Funktionen bot. Als dann Ende 2015 noch die SMS-Ticket-Funktion abgeschafft wurde, gab es für Windows Phone zwar keine Möglichkeit mehr, ein mobiles Ticket zu erwerben oder es unterwegs herzuzeigen. Zwischenzeitlich hat die App Bahnticket diese Lücke gefüllt. Aber nun ist die Deutsche Bahn mit einer eigenen Anwendung zurück, welche wir für euch vorab getestet haben. Die Anwendung hat nun jedenfalls ein leicht verändertes Design, das nun hell ist und wesentlich freundlicher wirkt als beim Vorgänger. All jene Nutzer, die unter Windows 10 Mobile aber das schwarze Design bevorzugen, können dieses nicht in den Einstellungen festlegen. Wenn ihr die Anwendung öffnet, kommt ihr direkt zur Reiseauskunft, wo ihr euren Start- und Zielbahnhof eingeben könnt. Darunter könnt ihr das Datum einstellen, sowie auch die Uhrzeit der gewünschten Abfahrt oder Ankunft. Wischt ihr nochmal nach links, kommt ihr zu den Abfahrten, wo sämtliche abfahrenden Züge am gewählten Bahnhof angezeigt werden. Der letzte Reiter nennt sich in der Nähe und dort wird basierend auf eurer aktuellen Position ein Bahnhof in der Nähe angezeigt. In der App-Leiste findet ihr hier auch eine Karte, auf der die weißen Punkte die Bahnhöfe und Haltestellen markieren. In den Einstellungen der App könnt ihr eure Heimatadresse festlegen, die Anwendungen eurer Kontakte bei der Suche nach Orten berücksichtigen lassen sowie Offline-Karten herunterladen, um unterwegs bei der Nutzung der Karte keine Verbindungsgebühren zahlen zu müssen. Das wichtigste neue Feature befindet sich aber im 3-Punkte-Menü der App, und zwar Meine Tickets. Dazu müsst ihr euch mit eurem bestehenden Account anmelden und könnt dort einfach eure Tickets einsehen und diese dann im Zug vorzeigen. Dabei wird zwischen aktuell, zukünftig und abgelaufen unterschieden. Oben rechts gibt es außerdem einen Knopf zum erneuten Laden der Tickets, sollte es nach dem Kauf nicht direkt angezeigt werden. So, das war's auch schon eigentlich mit unserem kleinen Rundgang durch die neue App der Deutschen Bahn, welche aber noch nicht im Windows Store erhältlich ist. Wir dürfen diese aktuell Beta testen und wenn ihr das auch wollt, dann schreibt uns unter diesen Artikel auf WindowsArea.de einen Kommentar, denn wir verlosen 10 Codes für unsere Community. Den Link zum Artikel findet ihr außerdem in der Beschreibung des Videos, falls ihr auf YouTube schaut. Ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel, viel Spaß mit der App und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.